Wir beschäftigen uns in diesem Monat mit der Halb-Homöopathie-Ausbildung über 18 Monate, die wir anbieten, mit dem Thema neue Miasmen. Und die Spinnen haben gleich in verschiedenen Bereichen, kann man sie, also in verschiedenen sozusagen neueren Miasmen kann man sie einordnen. So zum Beispiel in das Miasma der Tuberkulinie. Und bei der Tuberkulinie, da, also zum Beispiel auch die Insekten, immer mehr Insektenmittel finden sich in der Homöopathie. Man denke zum Beispiel an das an Cantharis, die spanische Fliege ist eigentlich ein Käfer, aber es ist natürlich ein Insekt. Was fallen euch noch für Insektenmittel ein? Was gibt es noch so für Insekten, die irgendwo in der Homöopathie eine Rolle spielen? Da gibt es ältere und neue. Ja, das ist eine Meldung, bitte sprechen. Ich sehe gerade nicht, wer sich meldet. Mal kurz hochschieben. Ach, das ist El. Hallo. Hallo Annette, grüß Ja? dich. Apis, Hallo. die Honigbiene. Ganz genau, ne? Apis. Und dann gibt es auch so ein paar neuere. Zum Beispiel wird inzwischen auch der die Kakerlake. Ja? Die Kakerlake ist ein ganz großes Asthmamittel. Wir sehen hier also in der, wir sehen also Insektenmittel, denen werden sowieso auch immer die Eigenschaften auch der Tuberkulinie zugeschrieben. Bei der Biene könnte man auch sehr stark natürlich an die Sykosis denken, wegen der ganzen Schwellung. Aber bei Cantharis zum Beispiel haben wir einen ganz starken Zustand auch von, ja, Hektik und vor allen Dingen Schnelligkeit. Cantharis ist eines der heftigsten Mittel überhaupt. Die Insekten also, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, werden eben auch in die Tuberkulinie eingeordnet. Und die Tuberkulinie, an was denkt ihr dabei? Es ist ja auch eine Lerngruppe hier und ich würde gerne auch euer Wissen damit dazu nehmen oder euch auch gerne einfach mal hören. Was sind denn so typische Symptome des tuberkulinischen Miasmas? Wer hat da so sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt? Irgendeine Idee? Also eben habe ich schon mal was von Heftigkeit gesagt. So könnte man zum Beispiel auch sagen, so wird zum Beispiel auch das Mittel Belladonna in das tuberkulinische Miasma mit eingeordnet. Einerseits stark psorisch und andererseits stark tuberkulinisch wegen der Heftigkeit. Also Heftigkeit ist auf jeden Fall schon mal etwas deutlich tuberkulinisches. Eine Idee. Es ist die Ruhelosigkeit, ja, die Ruhelosigkeit, die eben, ihr müsst das tuberkulinische Miasma immer tatsächlich vergleichen mit dem Patienten, der Tuberkulose hat. Besonders schönes Beispiel für die Darstellung einer Tuberkulose ist der Zauberberg von Thomas Mann, wo da die ganzen da auf dem Zauberberg da in der Schweiz sitzen und eigentlich ihr Leben damit verbringen, dass sie, also ihr Restleben damit verbringen, dass sie rauschende Feste feiern. Die haben natürlich alle viel Geld, ganz viel Essen. Und eben alles von allem nie genug kriegen können. Das ist die Kerze, die an beiden Enden brennt, die also versucht, eben durch einerseits, ja, einerseits alles mitzubekommen, was sie noch mitbekommen kann, um die letzten Momente auch noch auszunutzen und andererseits eben, da auch diese Ruhelosigkeit in sich hat, weil die Zeit vergeht so schnell. Und dann in der Tuberkulinie haben wir auch das große Gefühl der Beengung, der Bedrückung. Dass also da irgendwie etwas auch auf der Brust lastet. Könnt ihr euch das vorstellen von jemandem, dessen Atemkraft immer weniger wird, dessen Lungenvolumen immer weniger wird, weil die Tuberkulose eben tatsächlich seine Lunge zerstört? Da ist eine Bedrückung da. Ne? Das Schrecklichste, was es gibt tatsächlich, ist das Gefühl, nicht atmen zu können. Es ist eine echte Bedrängung und Beengung. Und es geht eben darum, dass der Tod einem da ganz nahe kommt. Und wir werden sehen, bei den Schwindmitteln gibt es ganz viel von dieser Hektik und auch von dieser wahnsinnigen Bedrängung und Beengung. Und das ist auch etwas, was sehr typisch ist für Tiere überhaupt. Tiere fühlen sich. Es ist ja ganz einfach so, wenn wir hier so Spinnenmittel uns betrachten. Ich habe sehr viel Anstöße genommen aus dem sehr schönen Buch von Massimo Mangialavori, das heißt von der Tarantel gebissen.
Ich schätze diesen Homöopathen sehr. Er macht eine große wissenschaftliche Arbeit und hat dabei aber das Ganze auch immer sehr stark hinterlegt mit vielen, vielen Fällen. Ich werde heute auch einen kleinen Fall mit euch durchsprechen von einem typischen Spinnenmittel, wobei wir aber auch sehen werden, dass ganz viele von uns, die sich mit Homöopathie beschäftigen, da durchaus auch an anderes Mittel gedacht hätten. Es ist also hier, diese Beschäftigung mit den Spinnenmitteln ist dazu auch gedacht, dass man einfach auch mal über den Tellerrand hinwegschaut und auch einfach mal guckt, welche Mittel könnten da auch noch hilfreich sein. Ich bin nun kein Freund zum Beispiel, man kann ja sehr viele Arzneimittel prüfen. Irgendjemand hat, ja, also hier ganz viele von euch sind, habe ich noch nie gesehen und das ist auch ganz klasse, dass ihr dabei seid. Es ist nur ganz einfach so, wenn ihr gerne was beitragen möchtet, einfach bitte kurz mal die Hand heben. Da gibt es so ein Handsignal, ich zeige euch das gerade mal so. Die gibt es hier entweder bei euch oben in der Leiste oder an der Seite, wenn ihr mit dem Browser drin seid. Und dann könnt ihr einfach mal kurz die Hand heben, dann sage ich ja bitte sprich. Und dann könnt ihr auch mal was dazu sagen oder auch eine Frage stellen, das wäre ganz toll. Nur wenn ich gerade spreche, ist das immer schlecht, weil dann teilweise eben Rückkopplungen kommen. Deshalb haben wir immer nur zu einer Zeit am liebsten nur ein Mikro offen. Okay, so, das nochmal kurz zur Organisation des Ganzen. Also ich gehe nochmal hierhin zurück, wobei ich gerade war. Genau, es geht darum, auch einfach mal auf andere Mittel zu schauen. Und manchmal haben wir einfach Patienten vor uns, die haben durch die Kombination der Symptome, die wir da sehen, so einen deutlichen Hinweis auf eine Mittelgruppe. Und da hat der Massimo Mangialavori ein großes Werk, große Arbeit getan, weil er diese Zuordnung geschaffen hat und gleichzeitig dafür sehr viele Fälle hinterlegt hat. Der ist ja natürlich nicht der Einzige, aber mir ein ganz besonders sympathischer und ja, irgendwie nahestehender Homöopath, der das sehr schön eben auch darstellt. Und wenn wir uns jetzt also Spinnenmittel anschauen, dann wollen wir uns auch betrachten, so ein bisschen aus der Mythologie, um was geht es bei den Spinnen? Wie kommt es überhaupt dazu, dass der Mensch solche wahnsinnige Angst vor Spinnen hat? Nun, das werden wir heute nicht klären, aber vielleicht einfach mal die Frage an euch. Wie stellt ihr euch diese wirklich völlig unrealistische Angst vieler Menschen den Spinnen gegenüber vor? Ich weiß zum Beispiel von einer Kollegin, die ganz bestimmt heute nicht dabei ist, weil sie bestimmt Angst hat, dass hier ein Bild von einer Spinne vorkommt und die könnte noch nicht mal das Foto einer Spinne oder auch nur die Zeichnung einer Spinne ertragen, weil ihr ganz einfach ganz mulmig dabei zumute wird. Hat jemand von euch eine Vorstellung, wie das kommt? Wie ist das möglich, dass die Spinne solche große Angst erzeugt an sich? Irgendeine Idee dazu? Was führt dazu, dass die Spinne so ein schreckliches Tier ist, offensichtlich? Frage nach der Erklärung könnt ihr auch nicht erklären. Ne? Also warum haben Menschen solche Angst davor? Nun, es hat sicherlich eine Ursache mit in dieser Mythologie der Spinnen. Es gibt in der es ist ja so, dass archetypische Verhaltensweisen, Archetypen, also archaische, sozusagen aus der Vorzeit stammende Ängste, auch weiterhin überliefert werden. Die können auch im Erbmaterial tatsächlich hinterlegt werden. Es ist sogar so, dass ein Kind von seinem Großvater, wenn der schreckliche Erlebnisse hatte, auch wenn er diesen Großvater nie kennengelernt hat, über das Erbmaterial, was er von seinen Eltern bekommen hat, diese schrecklichen Erlebnisse seines Großvaters vererbt bekommen hat. Und so sind also auch solche archetypischen Ängste, solche archaischen Ängste an uns weitergegeben. Und woher die nun tatsächlich wirklich kommen, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich weiß, dass in der Mythologie, in der griechischen Mythologie zum Beispiel ganz viele schreckliche Geschichten rund um Götter zu finden sind, die irgendwie in Spinnen verwandelt wurden oder eine Spinne waren, sich aufgehängt haben, da gab es Arachne, da gab es aber auch so andere Götter, die in dem Zusammenhang zu sehen sind. Und da sieht man immer wieder diese wahnsinnige Angst, ne? Dieses Tier mit den 8 Beinen und das hängt irgendwo runter, das krabbelt irgendwo rauf. Das hat sich in diesen Mythologien
im Hinterlicht, diese Furcht davor. Sicherlich gibt es das auch in der nordischen Mythologie. Fällt mir jetzt zwar nichts dazu ein, aber wer darüber besser informiert ist, könnte dazu etwas beitragen. Und diese Angst ist uns übertragen worden. Und dann kommt es eben, es ist ja eigentlich völlig unlogisch, die wenigsten Spinnen sind tatsächlich gefährlich für uns. Teilweise sind die winzig klein und trotzdem hat man Angst davor. Aber es ist eben auch die Art der Fortbewegung. Und wenn wir uns jetzt so den Mythos anschauen dazu, dann sehen wir in dem Mythos auch immer so einen Zusammenhang zur Entwicklung der Frau. Erstmal ist es sowieso ein ganz stark weibliches Mittel, also kommen wir mal ruhig zu den Spinnenthemen, gehen wir gleich über, aber ich will hier dann in dieses Skript mit hineinschreiben, noch das, was eben tatsächlich diese den Mythos sozusagen der Spinne ausmacht oder an welche Themen man bei dem Thema Spinne denkt. Das ist die Weiblichkeit, ja, die Weiblichkeit in dem Sinne, dass die Frau übermächtig ist, und das könnte dann zum Beispiel auch sein, die böse Mutter, die vielleicht für das Kind am Anfang eine gute Mutter war, aber dann beim Heranwachsen des Kindes, also im Zusammenhang mit der Pubertät, damit einmal zu einer Macht wird, die eben übermächtig wird, die eben die Freiheit dieses Menschen beengt. Das ist also tatsächlich eine die vorher gute, nährende Mutter in die Rolle der bösen und eben bestimmenden und ja beengenden Mutter gerät. Das ist eben so ein Spinnenthema. Dann ist das Thema natürlich auch überhaupt die Pubertät, ne, diese Umwandlung von Kind in eben Erwachsene, vor allen Dingen eben in Bezug auf Mädchen. Da spielen diese ganzen griechischen Mythologien auch die Pubertät spielt hier eine große Rolle. Interessant ist vielleicht auch nochmal in Bezug auf Sexualität, dass eben tatsächlich die Spinnen, das ist doch ganz verwunderlich, das war dann auch eine Frage heute aus dem kleinen Quiz, was ich euch geschickt hatte, da habe ich geschrieben, Spinnen können sich nur vermehren, wenn sie ins Wasser gehen. Das war natürlich falsch, denn Spinnen haben tatsächlich, also einige männliche Spinnen haben so etwas wie einen Penis. Die können also tatsächlich, ne, das ist ja sonst bei Insekten in der Art so nicht die Art der Fortpflanzung. Da werden zwar die Geschlechtsorgane miteinander vereinigt, aber es gibt eben keinen Penis. Bei Spinnen gibt es einen Penis. Also sehr viel Sexualität, das typische Beispiel für Sexualität könnte man hier also dran sehen. Okay, ja, dann vielleicht auch nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Spinnengifte. Also es gibt gar nicht so viele wirklich giftige Spinnen. Es gibt außerdem, vielleicht fangen wir dabei erstmal sowieso an, es gibt diese Unterschiede zwischen Weberspinnen, Webspinnen, die also tatsächlich ein Netz weben. Und dann gibt es den Unterschied, Unterschied dazu Spinnen, die eben Yachtspinnen sind, die tatsächlich wirklich ihre Beute verfolgen, hinter denen also her springen. Das wäre dann zum Beispiel die Tarantel, die zwar auch eine Art von Netz baut, aber eben nur so ein kleines Fangnetz in dem Sinne baut. Und wenn wir an die Kreuzspinne denken, die ihr sicherlich alle kennt, die Aranea diadema, eben auch aus unseren Bereichen, das ist eine, die wirklich ein großes Netz baut. Und das ist dann auch immer ganz interessant im Zusammenhang mit den Symptomen. So ist zum Beispiel eines der Symptome der Spinnentiere irgendwie dieses Verlangen zu klettern. Irgendwo rauf zu klettern, sich irgendwo von irgendwas herabzulassen, also mit irgendwelchen Seilen herunter zu klettern. Überhaupt das Thema Klettern ist ein großes Thema. Ist das nicht lustig? Ich finde das total lustig. Also wir werden nachher ein Mittel kennenlernen, da ist dieses Klettern ganz stark auffällig. Ja, also das tun die Webspinnen viel mehr als die Yachtspinnen. Die klettern gar nicht so gerne, aber diejenigen, die großen Netze bauen, die klettern gerne. Dann gibt es zum Beispiel eine Spinne, da will ich jetzt einfach mal kurz auf die
Also beim Spinnengift, dazu wollte ich auch noch was gesagt haben. Sorry, das war jetzt, ich lasse mich immer so etwas verleiten, gleich noch wieder irgendwie das nächste Thema ranzunehmen. Aber das Spinnengift, dazu wollte ich noch sagen, das sind eben Verdauungsgifte. Ne, die Spinne injiziert ja tatsächlich mit ihrem Gift schon die Verdauungssäfte, weil sie das Tier, das sie dann fressen möchte, von innen auflösen möchte. Was auch noch ganz interessant ist, die Spinne trinkt dann nämlich ihr Beutetier aus. Und das ist auch etwas, was ein typisches Symptom von Spinnen ist bei der Nahrung. Die trinken lieber, als dass sie essen. Auch das werden wir nachher bei dem Fall sehen. Also trinken, ganz viel Durst, auch schnelles Trinken. An was denkt ihr? Welches Mittel trinkt schnell und trinkt ganz viel auf einmal? An welches Mittel denkt ihr da? Keine Spinne. Das, was ihr denkt, ist wahrscheinlich richtig. Wer mag mal kurz? Ah, bitte, ja, Lila, bitte. Hallo, Annette. Ich dachte jetzt gerade an Phosphor, aber ich bin nicht mehr so sicher. Phosphor, oui. Das ist ein, ganz richtig, ganz genau. Ja, also Phosphor ist ein Mittel, das extrem viel trinkt und eben auch ganz viel Durst hat und auch schnell trinkt. Die stürzen richtig. Also ja, wer viel Durst hat, auch Arsenicum album, die trinken aber immer in kleinen Schlucken, weil die insgesamt so geizig sind und immer alles ganz vorsichtig machen. Ne? Und Phosphorus, die können auch so eine Blumenvase, ne, auf einmal austrinken. Das gluckern die so runter, weil die so einen Durst haben, am liebsten dann auch kalt dabei das Wasser. Einen richtig großen Durst und trinken ganz viel. Und das ist ein tuberkulinisches Mittel, Phosphorus. Und da sehen wir auch wieder diesen, dieses ja heftige irgendwie was reinwollen, was so, hier, ne, hier damit, ne? So, und Spinnen trinken eben gerne. Phosphorus isst auch gerne was, ne? Aber Spinnen vor allen Dingen haben, Spinnentiere, da gibt es als Symptom sehr deutlich in Bezug auf Nahrung, da kann ich dann das schon mal hier dazu schreiben zu dem Thema Nahrung, lieber trinken als essen. So, ja, gehe ich mal zu den Spinnenmitteln zurück. Schauen wir uns einfach mal ein paar Spinnen an. Und wir werden uns heute, also wir können die natürlich gar nicht alle behandeln, völlig klar. Wir werden uns mal eine aus dieser Reihe rausgreifen, aber ich will jetzt noch gar nicht sagen, welche. Vielleicht hat ja nachher, wenn wir den kleinen Fall besprechen, jemand auch schon eine Idee dazu. Also die Kreuzspinnen, diese hier, diese Aranea ixobola, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz große Kreuzspinne. Die findet man zum Beispiel ja fast noch häufiger. In einigen Materia Medica findet man gar nicht die Aranea diadema, die Gartenkreuzspinne, sondern eher diese Brückenkreuzspinne, die Ixobola. Eigentlich komisch, weil diese Aranea diadema viel besser geprüft ist. Aber ich habe heute mal so ein bisschen rumgeguckt und dann im Börike, in dem guten alten verlässlichen Börike, ist dann die Aranea diadema doch wieder besser dargestellt. Eine Spinne, die zum Beispiel das ganz erstaunliche Symptom hat, dass sie auch gerne rauchen, selbst wenn sie eine Erkrankung haben, bei der Rauchen auf keinen Fall ihnen gut tun würde. Also irgendwelche Lungenerkrankungen, also wir sagen sowieso tuberkulinisches Mittel, irgendwelche Lungenbeklemmungen, Lungenemphysem, und sie erfahren eine Besserung durch das Rauchen. Es geht ihnen durch das Rauchen besser. Die rauchen also gerne und rauchen auch am liebsten an der frischen Luft. Die gehen also raus, frische Luft für diese Atemprobleme, aber dabei rauchen. Das ist doch ein sehr merkwürdiges Symptom, nicht wahr? Also wenn jemand solche schlimmen Atemprobleme hat, dass er dann trotzdem raucht, das wäre eigentlich ein widersprüchliches Symptom. Es gibt sogar ein Mittel in der Homöopathie, bei dem ist es echt so, dass sogar der Husten durch das Rauchen besser wird. Weiß jemand von euch, welches Mittel das ist? Auch keine Spinne, denn die Spinnen kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht so sehr. Ein widersprüchliches Symptom, jemand hat schlimmen Husten, raucht sonst nie, hat Husten, geht in eine total verrauchte Kneipe und mit einmal ist der Husten weg. Ja, Lila, bitte. Danke an Pulsatilla. Nee, Pulsatilla ist das Mittel nicht. Ist aber ähnlich, ja, wollen wir mal sagen, ähnlich, ja, hysterisch. Naja, Pulsatilla, doch, hysterisch ist auch Pulsatilla. Elke, bitte. Ignatia.
Richtig, das ist Ignatia. Ja, Ignatia hat hat sehr viele widersprüchliche Symptome. Ne? Wir haben furchtbar zugeschwollenen Hals und runterschlucken von irgendwas Festem, Großem, Trockenem, das ist gut gegen die Halsschmerzen. Würde jedem anderen mit geschwollenen Mandeln wehtun, denen tut das gut. Und tatsächlich überzeugte Nichtraucherin und hat Husten und muss in eine verrauchte Kneipe gehen. Erst dann wird der Husten besser. Das gibt es eben auch bei, das ist jetzt wiederum Ignatia, das ist übrigens ein Karzinomittel, das also stark aus der Karzinogenie, also aus dem Karzinogen-Miasma stammt. Die Spinnen, um das hier an dieser Stelle zu sagen, haben auch, kann man auch sehr schön mit dem Begriff der Karzinogenie vergleichen, weil sehr viele Spinnenmittel sehr gut eingesetzt werden können bei Tumoren, bei bösartigen Krebserkrankungen. Das werden wir an, aber eher also vertiefen können im Zusammenhang mit insgesamt dem ganzen Monatsthema moderne Miasmen. Da kann ich heute leider nicht mehr dazu sagen, denn da fehlt uns die Zeit. Ja, hier also einfach mal Aranea, schon mal ganz interessant, dieses Rauchen, ne? Das wäre also etwas. Dann gibt es hier so verschiedene andere Spinnen, Latodextus, schwarze Witwe, ne? Das sind dann alles so große Vogelspinnenartige, Mygale, das ist die Vogelspinne. Dann auch der Weberknecht gehört zu den Spinnen. Ja? Und wenn ihr euch jetzt mal so vorstellt, Weberknecht, das ist so ein Tier mit so langen Beinen, ja, und die sind doch immer so zittrig und so weiter, ne? Und hier haben wir auch noch übrigens diese eine große Zitterspinne und diese hier auch, Latrodectus oder Pteridion curassavicum, das ist eine Spinne, die auch so ganz dünne Beinchen hat und die auf einem großen Netz so drauf sitzt. Und ich meine, könnt ihr euch vorstellen, solche ganz feingliedrigen Spinnen, wo werden die ihre Symptome haben? Die sind wahnsinnig empfindlich, ja? Die sind so wahnsinnig empfindlich für Erschütterungen. Also vor allen Dingen ist das der Fall bei dieser Spinne hier unten, bei dieser Pteridion. Jalila möchte was sagen, bitte. Vielleicht die Knochen, wenn die Beine so dünn sind, dass die schnell zerbrechen können. Ne? Okay. Ja, also den Weberknecht zum Beispiel, ne, wir wollen ja eine Arzneimittelprüfung machen. Ich weiß nicht, ob es der Weberknecht sein wird, aber das wäre doch mal interessant. Nur, wer wird die Arzneimittelprüfung dann mit irgendwelchen gebrochenen Knochen? Naja, vielleicht Empfindung des Ganzen. Ich weiß nichts vom Weberknecht, der ist auch noch nicht großartig erforscht, aber von dieser hier und auch von dieser großen Zitterspinne kann ich mir das vorstellen. Also von Pteridion weiß ich das ganz genau. Da haben wir Symptome im Bereich der Empfindung. Die sind extrem erschütterungs- und geräuschempfindlich. Ihr müsst euch das vorstellen, die sitzen da auf diesem großen Netz, die bauen sich große Netze, das ist auch so eine Webspinne mit großen Webnetzen und warten darauf, dass da was reinfliegt. Und ich meine, weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wenn so eine Kreuzspinne in einem Netz drin sitzt. Die sind auch recht schnell, wenn da eine Fliege reinfliegt. Aber so eine Kreuzspinne an sich ist eigentlich eine ziemlich mächtige und ziemlich so plumpe Spinne. Kann sich zwar auch ganz schnell bewegen, aber sie ist relativ groß, so also in ihrer ganzen Struktur. Diese Pteridion, diese Orangenspinne, die ist so feingliedrig und so empfindlich, dass sobald es da auch nur die leiseste Berührung von auch einem ganz kleinen Insekt gibt, was da auf ihrem Netz gelandet ist, die sofort dahin flitzt, weil die so extrem empfindlich ist. Und die Patienten, die Pteridion brauchen, sind extrem empfindlich gegen Geräusche und gegen Erschütterung. Die kleinsten Vibrationen machen denen schon was aus. Die werden wahnsinnig, wenn so ein kleines Bling, 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 Bling irgendwo zu hören ist. Das macht sie völlig fertig, ja. Das steigert also extrem die Reizbarkeit gegen Eindrücke. Solche Spinnenmittel. Ist bei einer Spinne wie der Vogelspinne, ja, ein großes, so eine große, kräftig gebaute Spinne, nicht der Fall. Die ist nicht so empfindlich. Pteridion ist extrem empfindlich.
Von der Spinne Tarentula werdet ihr sicherlich schon mal was gehört haben. Tarentula hispanica ist die wirklich jetzt für uns wichtige. Wir werden sie jetzt im Kurs auch besprechen, deshalb hier nur ein kurzer Hinweis darauf. Tarentula ist eine Spinne, die insbesondere diese Eigenschaft des stets alles Mögliche gleichzeitig Machens, also dieser Überaktivität, dieser Hyperaktivität besonders stark darstellt. Und ich sage deshalb Tarentula hispanica mehr das, die Spinne, die uns hier interessieren sollte. Es gibt zwar auch noch die kubanische Tarantel, aber bei der wenn man das jetzt in den Vergleich setzt, also verschiedene Spinnen zu betrachten, Tarentula cubensis ist eigentlich, da ist irgendwann eine Arzneimittelprüfung gemacht worden mit einer Tarentula hispanica, also einer spanischen Tarantel, die wurde in einem kaputten Glas in die USA irgendwie gebracht und dann damit eine Arzneimittelprüfung gemacht. Und da war die Spinne vergammelt. Und Tarentula cubensis hat sehr viele Symptome von Tarentula hispanica, aber sie hat zusätzlich noch ganz viel Symptome von Gangrenen, von Eiterungsprozessen.